vergrößern, verkleinern. Der Moment, als Winnie Harlow bemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hat und das Rennen in Kanada zu früh abgewunken hat. Urheberrecht Twitter Montreal, bei Sebastian Vettels 50. Sieg beim Kanada GP ist Model Winnie Harlow ein kurioses Missgeschick unterlaufen. Sie schwang die Zielflagge eine Runde zu früh. Sebastian Vettel feiert in Montreal beim Großen Preis von Kanada den 50. Formel-1-Sieg in seiner Karriere und das sogar eine Runde zu früh. Der Grund: Supermodel Winnie Harlow hatte die Zielflagge bereits nach 69 Runden geschwenkt und das Rennen somit offiziell vorzeitig beendet. Vettel ließ sich als Führender davon allerdings nicht beeindrucken und fuhr die eine ausstehende Runde vorsichtshalber noch zu Ende. twitter.com/Winnie-Harlow-Status/1005915164821230735 Für Ferrari war es der erste Erfolg in Kanada seit Michael Schumacher 2004. Im Nachhinein wurde das Rennen nur mit 69 anstatt der vorgesehenen 70 Runden gewertet. Da sich in der letzten bereits versehentlich abgewunkenen Runde nichts änderte, hielt sich der Schaden in Grenzen. Allerdings hätte der Fehler auch weitreichende Folgen haben können. Denn Lewis Hamilton hatte durchaus noch die Chance, den vor ihm auf Platz 4 liegenden Daniel Ricciardo zu überholen und damit seine WM-Führung zu verteidigen. Der Australier fuhr in der Schlussrunde dann eigentlich die schnellste Rennrunde, doch letztlich zählte dies nicht. Zweiter wurde Valtteri Bottas, Finnland, Mercedes, das Treppchen komplettierte Max Verstappen, Niederlande, Red Bull, twitter.com/planet. F1-Status 1.502.932.838.172.672. Vettel nahm den Patzer von Supermodel Winnie Harlow mit Humor. Es war ein bisschen verwirrend. Wir haben ja die Anzeige auf dem Lenkrad, wie viele Runden noch zu fahren sind. Das Team hat mir gesagt, weiter pushen. Ich fand es ziemlich lustig, sagte Vettel auf der Pressekonferenz nach dem Rennen. Von Florian Schiemack folgen @floschiemack.